Oh nein! Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Oh ja, da scheint es zu sein. Es ist schön, dass die Psychospielchen gleich schon wieder losgehen. Nice. Aber kann das sein, dass seine Frau eigentlich doch ein paar Jährchen älter wie er ist? Zumindest kommt es mir so vor. So, mach mal auf, Kollege. Was zum... Okay. Sag mir nichts. Da oben brennt Licht, da sollten wir wahrscheinlich hin, aber ich gehe erstmal gucken. Ach du Gott. Ach du Gott, warum? Warte. Nein. Okay, das weiß ich. Da weiß ich jetzt schon, was mich hier anbricht. Und zwar, dass man den Knopf nach unten, ich spiele auf der PS4, dass man den Knopf nach unten drücken muss, um zu sprinten. Ich finde es erstmal schön, dass er ein bisschen länger aushält, wie beim ersten Teil. Dass die es aber nicht komplett rausgenommen haben, kann ich nicht verstehen. Warte. Zimmer ohne... Wir müssen zu Zimmer 102, oder kommt hier irgendwo... Oh, das wäre auch fies, wenn jetzt irgendwas aus dem Bild rausgekommen wäre. Das hat mir bei Teil 1 auch so ein bisschen gefehlt, diese Jumpscares. Hä? Okay, ich hätte gar nicht durchgehen müssen. Obwohl einer war dabei gewesen, wo Ruvik einfach aus dem Bild gekommen ist. Man konnte es erahnen, aber man wusste nicht genau wann. Also ein bisschen erschrocken hat man sich trotzdem. So, Frege. Du läufst komisch, Kollege. Du läufst richtig komisch. Wo soll ich denn jetzt hier eigentlich hin? Oder kann ich jetzt doch mit dem Bild interagieren? Macht nichts. Kann ich eigentlich irgendwie... Ah, okay. Taschenlampe. Ich wollte mal versuchen, ob ich irgendwie schlagen kann, aber irgendwie... Kann das sein, dass wir jetzt doch in den richtigen Raum reinkommen? Ah. Nett. Ja, gut, Taschenlampe hatten wir schon. Natürlich können wir da nicht rein. So, hier können wir auch noch machen. Halt. Ah, schade, ich dachte, da gibt es wieder irgendwie Tagebücher oder sowas. Das fand ich auch ganz schön. Okay. Was zur Hölle? Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Wiederholt sich das jetzt? Und flupp. Oder doch nicht?
Ist schon nice gemacht, kann man nicht meckern. So, bevor ich hier noch irgendwas mache. Herz allerliebst. Ach, jeder Horrorfreund freut sich. Ja, okay, gut, das Auge, da hätten wir noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ansonsten... Lecker. Richtig lecker. So. Okay, aber... Hä? Okay, hat da was? Kann ich mir das nehmen? Ach, ich komme hier gar nicht rein. Ah, schade. Oder ist das bloß projiziert? So, hier, das kann ich auch nicht ausmachen. Die Lampe flackert. Aber das... Das verstehe ich jetzt nicht. Alles klar, wir können bekifft spielen. Der Anführer des Teams. Eine Kugel. Direkt durch den Kopf. Ja, aber der hat auch bestimmt eine Waffe dabei. Nehmen Sie sie doch mal. Oh, wir gehen mal in den... Schon voll gespritzt. Der hat doch hier was an der Seite gehabt. Kannst du dir das nicht nehmen? Es ist zwar an sich ein sehr cooler Effekt, aber irgendwie machen können wir hier nichts, oder? Können wir einfach so wieder raus hier. Aber die Kamera muss doch zu irgendwas gut sein. Die muss uns doch irgendwas noch zeigen können. Verstehe ich nicht. Aber mit ihm können wir auch nichts weiter machen. Naja, gut. Also wir wissen, den Anführer des Teams haben wir schon gefunden. Aber viel können wir mit dem jetzt leider auch nicht machen. Grüß dich. Was haben wir denn hier? Ein Blümstreißchen. Herz allerliebst. Kleinen Sturmtiger. Ja, voll. Ich weiß nicht, ich traue dem Spiegel nicht. Na, wir gucken erstmal weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier sein sollen. Und ich bin mal gespannt, wann hier die ersten netten Viecher kommen. Okay. Ah, halt. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Sollten wir es wagen? Ah, ich gehe mal auf. Erstmal kurz auf der anderen Seite gucken. Hier ist so ein nettes Licht. Ah, was haben wir denn hier? Informationen. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Ah, okay. Foto von William Baker. Baker-Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist das so etwas überhaupt möglich? Okay. Halt. Wie kann ich. Kann ich darauf nochmal zugreifen? Warte kurz. Nö. Schade, gibt's hier nicht irgendwie. Ich war zu schnell. Aber vielleicht kann man sich das im Hauptmenü dann nochmal angucken, weiß ich nicht. Wie kommen wir denn hier hin? Ach, alles klar. Können wir uns hier irgendwas nehmen? Hier ist doch schon offen. Krabsch doch da mal rein, Alter. Ey, der Vorhang, oder? Kann nicht sein, dass der Vorhang hier so reinspielt. So, hier haben wir... Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Bisschen Suppe vielleicht. Tapes kann er auch nicht nehmen, wenn das welche sind. Schade. Na gut, dann gehen wir mal... wo man das Bücherregal nochmal... Ach, hier. Schieb, Junge! Sehr schön.
Aber ich weiß immer noch nicht, in was für einem Haus wir hier sein sollen. Na, das... Wofür ich noch Fragen aus. Okay, hier können wir hundertprozentig nicht raus. Die Schließe hier können wir auch nicht. Ja, ja, das hätte mich auch gewundert. Halt. Okay, ist was abgeschlossen. Also hier kommen wir noch raus. Wen haben wir hier? Leucht da mal richtig hin. Lecker. Lecker frische Kehlensuppe. Wer mag sie nicht? Ja gut, wir wollen es aber nicht mit dem Rennen übertreiben, ne? Der gute Sebastian. Wissen wir ja... Oh. Ja. Ah. Gute Sebastian ist ja starker Raucher und Trinker und ja. Da hat man es nicht mehr so mit der Ausdauer. Müssen wir erstmal wieder trainieren. Ja, bitte. Frau Kidman vielleicht? Hallo? Scheiße. Wer war das? Ich weiß nicht genau, aber von der Stimme her hat sich schon wie Ruvik angehört. Es kann aber bloß meine Einbildung sein. Manuela Roberta. Kann man natürlich nicht schreien, weil... Oh Gott. Oh Gott, Alter, der... Oh Gott, die Stühle sind so schwer. Alles klar, Sebastian hat auch ein bisschen was mit den Armen. Gut, wer 3 Jahre lang nichts macht, da ist das wahrscheinlich nicht verwunderlich. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Auch abgeschlossen. Dann gehen wir mal hoch. Nö, natürlich nicht. Oder liegt hier noch wieder was, was ich nicht sehe? Ja, nee, warte. Nee, hier geht's wahrscheinlich auch. Oh, doch. Hilfe! Helfen Sie mir! Hey! Verdammt! Was geht hier vor sich? Okay, das kam unerwartet. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel so groß... Basti! Laufe. Ich glaube nicht, dass das Spiel hier so groß mit Jumpscares aufwarten wird. Aber mal gucken. Vielleicht täusche ich mich auch. So, hier haben wir in der Ecke auch nichts. Hier kommen wir natürlich auch nicht durch. Warum auch? Okay. Echt freakig. Vielleicht hätten wir doch erstmal unten gelang gehen sollen. Ich gucke mal. Hallo? Mach mal Licht wieder an, Junge. Okay, ich sehe da hinten was in der Ecke. Das ist wahrscheinlich Suppe. Die heißgeliebte Suppe. Ach nee. Ach, das ist... toll. Entschuldigung. Scheiße. Warte. Wenn das jetzt schon speichert... Dann gehe ich... Oh, ich hasse das. Das ist schon mal scheiße. Dann lieber eine R-Taste drücken und rennen, anstatt hier den scheiß Knüppel runterzudrücken und zu rennen. Das ist... So, ja, ducken. Ah, hier haben wir noch was. 2:45. Verzierter Brief an Bewerber SV. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Muse Center, um vom Bewerber auf Probe zum Muse-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt, Lügen, alles Lügen. Kann ich umdrehen? Jo. Okay. Mew. Ich hoffe, dass das nicht wirklich Mew-Schüler heißt und Mew-Center, sondern wirklich Mew. Aber dann ist das erinnert mich jetzt doch ein bisschen zu sehr an Pokémon. Die Urne kann ich auch nicht nehmen. Was haben wir denn hier? Grand
Einfach nur Grant. Alles klar. Na, ein Glück bin ich hier nochmal zurückgekommen. Ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Indikator, war es früher schon gewesen. Wenn wir das Teil Event speichert, dann kannst du eigentlich keine Informationen mehr sammeln. Aber ist hier Gott sei Dank anders. So, jetzt krieg ich mal wieder ein. Wenigstens ist die Ausdauer ein bisschen besser. Aber so ein Fan bin ich immer noch nicht von dem Scheißbalken. So, mach auf, Junge. Deckung verlassen. Aha, okay. Okay. Wenn du in der Nähe einer Ecke Entdeckung bist, wird dein Fall angezeigt. Bewege dich mal in die angezeigte Richtung, um die Ecke zu umrunden, ohne die Deckung zu verlassen. Okay. Ja. Bin ich jetzt noch in Deckung? Oh, oh. Wo ist denn der Herr? Wo sind sie denn? Obwohl, ich muss sagen, das finde ich cool, dass sie das ins Hauptspiel eingebunden haben. Das hat mir so ein bisschen beim ersten Teil gefehlt, war aber in den DLCs vorhanden mit der guten... Wer zum Teufel war das? Mit der guten Julie. Kannst du mal bitte wieder... Danke. Warte mal, ich muss mal gucken. Ah, okay, alles klar, alles klar. Ich war die ganze Zeit nicht in Deckung, aber gut, er scheint uns nicht wirklich wahrgenommen zu haben. So, wer sind Sie denn? Ja. Wie der Anführer des Teams. Ja, aber wurde der Anführer des Teams nicht mit dem Kopfschuss getötet? Hat er doch selber gesagt. Ja gut, wir gehen mal wieder raus hier. Wow. Nice. Sehr nice. Ja, hör mal auf hier. Gut, die freischwebenden Bilderrahmen hier hat auch was. Sieht auch nett aus. So, alles klar. Weiter geht's. Ich wollte es bloß mal ausprobieren. Ich werde es wahrscheinlich sonst nicht mehr machen können. Aber Anfang des Spiels wird es, denke ich, mal noch gehen. So, hier kommen wir eh nicht durch. Was war das? Ich weiß nicht, wenn ich die Gemälde so sehe... Ich muss einen Weg herausfinden. Ja, fühle ich mich irgendwie leicht beobachtet. Ach Gott, komm. Moment. Waren wir hier nicht vom... Was war das denn für ein kleines Glubschauge? Sind wir also doch unter Beobachtung? Hab ich mich doch nicht geirrt. Ja. Grüße. Sehr vertrauenserweckend, diese Tür. Sehr vertrauenserweckend. Was war das? Und warum gibt es da was, wo ich mich in Deckung bewegen kann? Natürlich komme ich hier nicht rein. Basti? Hier komme ich auch nicht rein. Ich mache mal vorsichtig, ich mache mal echt vorsichtig die Lampe aus. Ach so, toll. Nein. Ah, sorry, ich muss mich erstmal an die Störung gewöhnen. So, was haben wir hier? Hinweis 3. Information 3.